Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsposten. Ihr habt es geschafft. Mit den Kenntnissen, die ihr auf den antiken Schlachtfeldern gesammelt habt, können wir eine Schlacht inszenieren, die ein solches Aussehen erregt, dass wir die Bürger aus dem Schlaf reißen. Was uns nur noch fehlt, ist ein passendes Bühnenbild, um die rechte Atmosphäre zu entfalten und das Publikum direkt in die Schlacht zu ziehen. Liefert Bretter, Werkzeuge, Waffen und Kleidung, damit wir das Publikum mit auf eine Zeitreise nehmen können. Jetzt aber, da wir das geschafft haben, erstmal die 8 Novizen, die wir noch brauchen. Bei was haben wir gesagt? Wir brauchen 8 hierfür und wie viel waren es hierfür? 6, also 14. Ja, dann warten wir mal, bis die restlichen Novizen erstmal fertig sind. Wir können auch so rumgehen, fällt mir gerade so auf. Ist eine gute Idee. Dann kriegen wir hier das Prestige, gehen dann hier runter, kommen hier raus. Holen uns hier das Prestige gleich. Gehen hier runter, ja. Also ja, 2, 1. Die Handelsroute, auf der ich Gold gegen Stoffe tauschen kann. Ah, grüne Stoffe habe ich nicht so viel. Also es ist... Ich hätte aber halt eben die Möglichkeit, Zeug gegen Gold zu tauschen. Was kann ich denn alles gegen Gold tauschen? Klamotten, Ringe. Oh, das mit dem Brot habe ich gar nicht. Das hat unser Gegner wohl, hä? Was ich da gesehen hatte. Ja, Brot gegen Gold. Nehme ich einfach Ringe jetzt gleich als Handelsbelohnung. Das ist schon mal eine gute Idee. Und jetzt stelle ich die hier richtig ein. Erzbergwerk, Kohlebergwerk. So, was brauchen wir jetzt noch alles? Für den Pferdezüchter weitere Kavallerie. Das heißt 10. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Jo. Ringe. Nee, das ist da nicht so besonders, allerdings eher das hier, also 4, 2, 1 brauche ich als nächstes. 4, 2, 1. Und irgendwie habe ich mir das Gefühl, wir brauchen mehr Weizen. Denn am ehesten Platz für mehr Weizen, weil hier sind überall Bäume und so im Weg. Wir haben die satte Ernte nicht als Technologie. So. Wir haben jetzt aber schon mal unsere 28 Mönche. Jetzt haben wir gesagt, ich kann jetzt einfach nochmal durchziehen. Hier 8. Und
Und hier waren es, glaube ich, 6. Ja, also 14 Brüder. Ja. 2 Pater hier und 4 hier, also 6 Pater noch. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Kirchweihgelände, okay. Da würde es sogar Fische geben, ne? Und hier ist nichts Besonderes, nur der Zugang zur Schatzinsel. Du wanderst mal darüber. Du wanderst hier hin. Wir haben ja jetzt freies Geleit durch die durch diesen Ort hier. Habe ich eine Möglichkeit, ja, Werkzeuge zu kaufen, dann mache ich das lieber so. Okay, wir haben wirklich einen Bruder vergessen. Aber in der Zwischenzeit kann ich schon mal ihm die Geistlichen senden. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. So. Nebenbei Gebäudeausbau. War es eigentlich hier? Was kostet hier eine Kanone? Na, eher Waren, die man durch die Händler kriegt. So, welchen Weg nehmen wir zur Geistlichen denn? Ah, den hier. Also hier hoch, hier rüber und darum. Das nenne ich eine stolze Reiterstaffel. Eure Pferdezucht ist wirklich beachtlich. Ihr scheint viel vom Pferden zu verstehen, aber ihr müsst beweisen, dass das nicht nur Schall und Rauch ist. Meine Männer sind ausgezeichnete Veteranenfähige Reiter-Tantien. Ich fordere euch heraus, sie auf der Reitbahn zu schlagen. Das würde uns von eurem soldatischen Können überzeugen. Ihr scheint viel von Pferden zu verstehen, ja. Ja, jetzt müssen wir noch mehr Reiter schlagen. Ernsthaft. So,
Das heißt, ich brauche zwei große Armeen. Oder ich brauche eine sehr starke Armee. Ja. Armee auf feindlichem Gebiet. Ihr müsst auf befreundetes Gebiet, ja. Weil sie wahrscheinlich da gerade durchmarschieren. Na, wie weit sind die von der Universität weg? Nicht mehr weit. Sehr gut. Dann schicken wir mal unsere Händler weiter. Kaufen uns auch mal. Ja, da warten wir noch ein bisschen. Erst die Handelsforschung, weil dann haben wir vielleicht das Glück und kriegen auch Geld wieder. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Hervorragend! Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Also nochmal 4-2-1 hier. 4-2-1. Oh, wird schon geholt. Achso, ja, das ist der Satz. So, was sagt die Universität? Dass die Geistlichen langsam zur Tür reinmarschieren. Befestigungsausbau beendet. Ihr habt eine Quest erfüllt. Hab Dank, dass ihr eure Geistigen zugesandt habt. Unsere Studenten werden das neue Angebot wohl zu schätzen wissen. Man würde sich ja freuen, dass, zu hören, dass ihr fortan Zugang zum okkulten Kloster zu seinem Wissensschatz habt. Ja. Ich befürchte, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich für die okkulte Wissenschaft interessieren. Der scheinheilige Fürstbischof Kolobert versucht, das geheime Wissen vor euch zu ergründen. Das dürft ihr nicht zulassen. Sollte ihm der Großteil der okkulten Technologie in die Hände fallen, werden wir unsere Zusammenarbeit überdenken müssen. Ja, erforscht. Erforscht okkulte Technologien. Er kann ja theoretisch nur den bösen Blick. Sich jetzt einverleiben. Aber vielleicht ist er nicht schnell genug dafür. Wenn er erst jetzt Geistliche ausbildet, hoffe ich mal. So, brauchen wir wieder 3-1 für den Prestigepunkt. So, und unsere Armee noch fertig umswitchen. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So, das war ziemlich weise vorausgedacht, so wie es aussieht von mir. Und? Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie ausgezeichnet. Erforscht. Dank eurer ausreichenden Einsatzbereitschaft konnte der Großteil des okkulten Wissensschatz gerettet werden. Dies heißt, es ist ein großartiger Tag für die Wissenschaft. Unser Erfolg auf dem Gebiet der okkulten Wissenschaft ist unbemerkt geblieben. Großinquisitor Kabivo ist rasend. Der Gegner hat euch bei der Erforschung einer Technologie überboten. Oh. Puh.
der Universität wird eine Delegation von Inquisitoren erwartet, die in Kürze im Hafen der ewigen Stadt einlaufen. Wie wird's? Sie werden einige Zeit... Ach, lesen wir das fertig, wenn wir... das hier geschafft haben.